Herzlich willkommen hier auf dem Open Business Track beim letzten Panel Open Societal Innovation. Vorgestellt wird das Ganze von Johann Herzberg. Ich, Jörg Braun, versuche das ein bisschen anzumoderieren. Ich habe Fragen vorbereitet, die eine Weile reichen sollten. Ich möchte euch aber herzlichst einladen und dringend bitten, dass ihr schnell mit in die Diskussion einsteigt, dass wir also in so ein großes Gespräch kommen und nicht nur in ein Zwiegespräch. Ihr müsstet für den Stream und für die Dokumentation dann bitte hier nach vorne kommen und uns das Mikro abnehmen. Aber ich bin gerne bereit, meins schnell abzugeben, kein Problem. Johann, vielleicht möchtest du ganz kurz was über dich selber sagen? Ja, also ich bin Johann Herzberg. Ich bin Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler. Ist das Mikro an? Ja, es ist an. Also nochmal, ich bin Johann Herzberg, ich bin Politikwissenschaftler und ich habe geforscht zum Thema Open Government. Das ist ein sehr breites Thema und heute sprechen wir aber über Open Innovation. Da habe ich ein kleines Buch zugeschrieben und ein, zwei Artikel. Und ich hoffe, das macht mich so ein bisschen kompetent, um Jörgs Fragen hier zu beantworten. Du hast ja nicht nur über Open Innovation geschrieben, sondern wirklich über dieses Thema Open Societal Innovation. Und das sollten wir vielleicht kurz ein bisschen definieren, bevor wir einsteigen. Also ich denke, Open Governance ist irgendwie so ein klarer Begriff oder ein relativ verbreiteter Begriff, wenngleich er zum Beispiel in der amerikanischen Diskussion was wesentlich Breiteres meint als in Deutschland. In Deutschland könnte man provokativ sagen, ist Open Government meistens Bürgerhaushalt, also die Verwaltung, das gemeinsame Verwaltung von Bestehendem. Open Societal Innovation geht ja aber schon vom Namen her in Richtung das Neue. Magst du da kurz was zu sagen? Ja, also ich persönlich finde ja, je länger man versucht zu erklären, was Open Government ist, desto unklarer wird das eigentlich. Ja? Und in der Wissenschaft, da sind wir uns absolut unsicher, was das eigentlich bedeuten soll, dieses Schlagwort Open Government. Näher, so, super. Also, ich würde sagen, unter Open Government können wir verstehen den Versuch, organisatorische Grenzen des Staates zu öffnen in Richtung der Umwelt. Also man könnte auch anders sagen, Interaktionsfähigkeit herzustellen. Offenheit bedeutet Interaktionsfähigkeit des Staates. Und jetzt kann man fragen in einem zweiten Schritt, warum Interaktionsfähigkeit? Und da gibt es zwei typische Antworten. Ja. Das eine ist eine normative. Da sagt man, wir müssen den Staat interaktionsfähiger machen, weil das demokratischer wird dann. Und die zweite ist, wir müssen den Staat interaktionsfähiger machen, um gemeinsam Probleme zu lösen. Und bei Problemlösungen sind wir bei Open Innovation und bei Open Societal Innovation. Und die Frage ist jetzt, kann heutzutage der Staat, die Politik noch alle gesellschaftlichen Probleme lösen oder müssen wir nicht eher umdenken? Also welche Rolle hat der Staat eigentlich dabei, gesellschaftliche Probleme zu lösen? Früher war die Antwort sehr klar. Da war das immer der Staat. Heute ist das unklarer denn je. Und das ist die Problematik von Open Societal Innovation. Wie kommt Innovation in die Gesellschaft, aus der Gesellschaft und welche Rolle spielt dabei eigentlich die Politik oder die Verwaltung? Blockieren die nur oder können die auch helfen? Das ist so das Problemfeld. Mich interessiert das, weil ich für Petra Sitte arbeite, die im Bundestag für die Linken sitzt und sich mit Innovationsfragen befasst. Also Politik und Innovation treffen dann in mir zusammen und deshalb war ich da neugierig auf das, was du uns vorstellst. Du hast gerade schon angedeutet und in einem Artikel auch beschrieben, Innovation ist letztlich nichts anderes, ich zitiere dich jetzt mal, als die erfolgreich umgesetzte Antwort auf ein Problem. Zwischen einer guten Idee und ihrer Umsetzung schiebt sich der Prozess der Internalisierung von Wissen. Also wie kommt das Wissen aus einem Kontext A in einen Kontext B. Also am Ende geht es hier um einen Lernprozess, der irgendwo zwischen Parlamenten, Parteien, Verwaltungen, Bürgerinnen, Wissenschaft, Wirtschaft etc. funktioniert. Was, wäre jetzt meine Frage, muss wer im politischen Prozess, ganz weit definiert jetzt, deiner Meinung nach lernen, damit sich hier Innovationsprozesse öffnen können? Genau. Also man muss sich erstmal vielleicht ganz grundsätzlich klar machen, dass Interaktionsfähigkeit des Staates
nicht bedeuten kann, mehr Kommunikation, also zum Beispiel mehr Twitter-Austausch oder so. Das bringt relativ wenig erstmal. Kommunikation und mehr Kommunikation kann nur was bringen, wenn der Staat fähig ist, zuzuhören und zu lernen von der Gesellschaft, mit der Gesellschaft, auf Augenhöhe. Und die Frage, wer lernen muss, ja, die ist, die würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf einzelne Personen und Gruppen runterbrechen, sondern lernen muss das System. Also wir brauchen systemische Intelligenz, ja? Systemische Lernfähigkeit. Die einzelnen Politiker zum Beispiel oder die einzelnen Spitzenkräfte in der Verwaltung, das sind nur sozusagen die Symptome des Systems, wenn man so will. Ja? Also das kommt stark von Niklas Luhmann, Systemtheorie. Aber damit kann man sehr viel erklären. Ich glaube auch, dass uns das weiterhilft hier bei den Problemen. Okay, ich versuche es trotzdem noch mal etwas konkreter zu fassen. Das System Politik, also gesellschaftliche Gestaltung, muss lernfähig sein. Jetzt gibt es ja schon lange Tools, wo versucht wird, Wissen auszutauschen. Es gibt Bürgerbefragungen, Ideenwettbewerbe, regelmäßig in Parlamenten Expertenanhörungen. Wir haben Volksbegehren. Also eigentlich ist doch dieses Thema Wissensaustausch zwischen denen, die professionell Gesellschaft gestalten, und der Gesamtgesellschaft schon da. Was also wäre das Neue an Open Societal Innovation? Ja, also der Punkt ist, wir haben relativ viele konkrete Konzepte, also Best Practices. Aber das ist gleichzeitig auch ein Problem. Ja? Es gibt sehr viele einzelne Initiativen, die man als Beispiele immer schön anführen kann. Aber uns fehlt sowas, uns fehlt einfach eine Theorie dazu. Ja? Also wir haben super viel Praxis, aber uns fehlt echt eine Theorie. Und da sind wir dabei, da versuchen, also ich kann jetzt nur gerade für die Wissenschaft reden, weil das ist gerade so irgendwie, da komme ich jetzt gerade her, ja. Und wir versuchen halt irgendwie diese ganzen Beispiele, ja, also Ideenwettbewerbe gibt es schon, Bürgersprechstunden gibt es schon, ja, da findet überall auch Innovation statt. Da fließt Wissen, ja, rein ins System. Aber wir brauchen einen übergeordneten Begriff, und unsere Vermutung ist, dass man da mit Open Innovation und Open Societal Innovation als Begriff viel näher rankommt, indem man so einen allgemeinen Begriff hat für sehr viele konkrete Beispiele, die es natürlich gibt. Und man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Manchmal reicht es, die Problemperspektive zu ändern. Meinst du, dass es dann dabei reichen würde, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man sozusagen Wissen überführt, also so Liquid Knowledge sozusagen? Oder müsste man nicht gerade, also auch ein Thema, was ja auch in der Open Innovation im Wirtschaftsbereich besprochen wird, müsste man nicht auch darüber reden, dass man Entscheidungskompetenzen verlagert? Also nehmen wir das Beispiel mit dem Bürger oder mit dem Ideenwettbewerb. Da schreibe ich jetzt ganz viel rein als Bürgerin, und die Verwaltung, die Politik liest es wahrscheinlich auch, aber entscheidet dann nachher wieder im Hinterzimmer, in einer Ausschusssitzung, in einer Abstimmung, was sie davon haben will. Das heißt, wir haben in diesen klassischen Tools haben wir zwar Wissenstausch oder zumindest linear von der einen Seite zur anderen, aber wir haben keine Öffnung von Entscheidungsprozessen. Müsste das nicht auch dazugehören? Ja, also das sind halt wieder diese zwei Problemfelder. Ja? Also man kann sagen, Open Government als übergeordnetes Thema antwortet als Konzept auf zwei Problemtypen, nämlich einmal Akzeptanzprobleme in der Demokratie, und das zweite sind Steuerungsprobleme, dass die Politik nicht mehr gut steuern kann, die Gesellschaft, weil sie zu wenig Wissen hat. Die Gesellschaft ist zu komplex geworden. Und das Open Innovation Konzept antwortet erstmal, da hast du recht, nur auf dieses Steuerungsproblem, also ist ein bisschen technokratisch. Ja, es geht um Wissen, um Wissensfluss. Und die Frage ist in der Tat, aber das würde ich, also das können wir noch gar nicht beantworten, ja? Weil das ist wirklich eine offene Frage. Wie bringen wir diese neuen Wissenskonzepte zusammen mit normativen Aspekten? Und da kann ich dir noch keine Antwort geben. Das ist eine offene Frage. Da müssen noch viele Doktorarbeiten drüber geschrieben werden, bis wir uns da klar sind. Vielleicht muss man es auch ausprobieren. Ja. Ja. Also ich habe in der Beschäftigung mit Open Innovation in der Wirtschaft gelernt, dass sozusagen, wenn man dieses Mindset der Öffnung im Wissensaustausch mitbringt, dass dann quasi automatisch diese letztlich Hierarchiefrage, wer darf mitentscheiden, auch gestellt wird. In den Beispielen, die du erforscht hast, passiert es da auch so, dass man im politischen Bereich in dem Moment, wo man Wissen bewusst öffnet, eben auch Macht neu verteilt und abgibt? Ja, ja.
Klar. Ja, okay, das ist ja wunderbar. Du hast, wenn ich das richtig weiß, in der Bodenseeregion da auch Modellprojekte angeschaut. Kannst du da mal ein bisschen beispielhaft erzählen? Leider noch nicht. Also okay. Wir haben so ein Forschungsprojekt, das heißt offene gesellschaftliche Innovation Bodensee 2020. Vor allem von der Zeppelin-Universität im Bodenseekreis wird das koordiniert, aber dieses Projekt läuft erst seit Juli. Okay. Das bedeutet, in einem Jahr werde ich dir deine Frage beantworten können. Alles klar. Eins der, ich bleibe noch so ein bisschen an diesem Thema dran, eine der Paradigmen in der Open Innovation ist das Thema Inside Out, also dass ich eben nicht nur Wissen reinhole, sondern auch Wissen rausgebe. Was würde für dich da in so einem gesellschaftspolitischen Feld wichtig sein, was da sozusagen an Wissensfeldern für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet werden müsste? Ja, also erstmal das ganze Thema Open Data. Ja? Also die Grundfrage von Offenheit im Staat, das Grundproblem ist das Transparenzproblem. Das ist, also ohne Transparenz läuft gar nichts. Also keine Beteiligung läuft ohne Transparenz. So? Besser? Super, super. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal über Open Data sprechen, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Ja? Darauf müssen dann Beteiligungskonzepte aufsetzen. Aber Open Data, ohne Open Data läuft nichts. Aber du wolltest jetzt, du hast nach konkreten Politikfeldern gefragt, oder? Nee, schon sozusagen, wie sich gerade eben Entscheidungsträger, Entscheidungsstrukturen wie Parlamente, aber auch Umsetzungsstrukturen wie Verwaltungen eben öffnen müssten, damit das so ein gegenseitiger Wissensfluss ist. Ja, ja. Okay. Also es gibt so eine Theorie, die finde ich sehr überzeugend und die besagt, dass in der Politik läuft nichts ohne Druck und ohne Krisen. Das bedeutet, Themen werden nicht aufgegriffen, der Normalfall ist, dass Themen nicht aufgegriffen werden. Und der Spezialfall ist, dass es so viel medialen Ärger gibt und so viel Druck für ein Thema, dass dann doch ein Thema raufkommt. Das heißt, ohne gesellschaftlichen Druck, und da sind wir wieder bei Societal, ja, ohne den Druck der Gesellschaft läuft in der Politik gar nichts. Und ich halte das für sehr überzeugend. Das heißt, die Politik ist hier nicht am Zug. Ja? Die Politik reagiert. Am Zug ist die Gesellschaft. Also ich mal ein Praxisbeispiel. Meine Chefin ist Mitglied in dieser Internet-Enquete im Bundestag und da war der Druck da, sich nach außen zu öffnen mit Mitmachtools, Autocracy und so weiter. Und da kann man natürlich darauf reagieren. Das wurde teilweise gemacht, teilweise wurde es auch verhindert. Aber jetzt sind ja die Politiker auch Teil der Gesellschaft. Man könnte ja von selber so eine Angebote machen. Wenn man diese Openness ernst nimmt, muss man ja auch was anbieten. Also dieses alte Schema des nur Reagierens, das mag zwar irgendwie sofort nachvollziehbar sein, aber das müsste doch auch so ein bisschen aufgebrochen werden, oder? Also ich bin da skeptisch. Ja. Okay. Und zwar auch wieder mit Luhmann. Der Punkt ist, die gesellschaftliche Ausdifferenzierung. Ja, es gibt so viele Gruppen, so viele Themen und die Themen ändern sich auch ständig. Ja. Also das seht ihr, ihr seid bestimmt alle in irgendwas Experte und ihr werdet Riesenprobleme haben, euer kleines Wissensgebiet noch zu überschauen, ja, weil es so komplex geworden ist, weil die Dinge sich so schnell ändern. Für die Politik bedeutet das, ihr könnt gar nicht genug Mitarbeiter anstellen, die Themen noch verfolgen. Ja. Das heißt, ich würde behaupten, das ist jetzt eine These, ja, dass die Politik nicht mehr wirklich systematisch agieren kann, höchstens noch einige Projekte oder Flaggschiff-Projekte starten kann, aber dass die Politik nicht mehr so ganz der Treiber der Gesellschaft ist. Also es geht hin zu Bürger- oder Zivilgesellschaft und ihr könnt wirklich gar nicht genug Referenten einstellen, um dieses Thema noch zu überblicken. Das könnte man jetzt natürlich spontan ganz bequem nehmen und sagen, dass Reagieren dann völlig ausreicht und förderhin noch viel mehr ausreichen wird, weil wir eh keine Ahnung mehr haben. Wäre aber auch so ein bisschen eine bequeme These, oder? Ja, also habe ich das jetzt nicht gesagt, ja, vor allen Dingen den letzten Teil. Aber die Frage ist ja, was ist Politik eigentlich? Und da kann man jetzt normativ darauf antworten. Ja? Also Politik ist die Gesellschaft zum Beispiel. Man kann so eine Gleichsetzung vornehmen. Ja. Oder man sagt, Politik ist ein ausdifferenziertes System von Akteuren, die sich auch reproduzieren. Ja? Also du musst in der Jungen Union sein, um dann später Bundestagsabgeordneter der CDU zu werden. Es ist also ein mehr oder weniger geschlossenes System. Und um da hochzukommen, musst du unten irgendwann mal reinkommen. Ja? Es ist abgeschlossen, im Wesentlichen. Und deswegen glaube ich, dass man
ich glaube schon, dass man das vertreten kann. Ja. Aber ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die freie Assoziation über, um hoffentlich nachher wieder zurück zu meinen Fragen zu kommen. Aber wie gesagt, grätscht rein bitte, stellt Fragen. Wenn meine These stimmt, dass zum Beispiel im wirtschaftlichen Umfeld die Open Innovation Projekte dazu führen, dass sich das System selber, also die Firma, verändert, öffnet, enthierarchisiert, dann müsste das ja, wenn man solche Offenheitskonzepte und die Politik überträgt, auch dazu führen, dass ich eben nicht mehr in der Jungen Union sein muss, um nachher in die Politik zu kommen oder bei den Jusos und so weiter, sondern dass sich ja vielleicht am Ende dieses starre Konstrukt der Parteipolitik auflösen wird. Oder zumindest öffnen, auch selber öffnen muss. Ja, genau. Siehst du auch so? Ja, und zwar wird das ja auch durch den Wählerwillen nachgefragt. Ja, man kann Politik auch verstehen als Markt, indem es Angebote gibt von neuen Parteien, von alten Parteien, die werden alle paar Jahre dem Wähler vorgelegt und der Wähler wählt dann. Das heißt, so als wenn ihr in den Shop geht und irgendwas kauft, zum Beispiel eine Club Mate, ja, so könnt ihr auch eine Partei nicht kaufen, sondern wählen. Und indem es neue Politik, also das ist einfach ein Modell. Ja, klar. Und sobald es neue Akteure gibt, man könnte auch jetzt sagen neue Produkte, wie zum Beispiel die Piratenpartei, ja, die kommen dann als neues Produkt und verändern die anderen Produkte, weil die müssen sich dann verhalten zu diesem neuen Produkt oder zu der neuen Partei, zu dem neuen Angebot. Und ich glaube, darüber läuft das ganz, ganz stark. Das heißt, die Nachfrage durch den Wähler generiert irgendwie, und sei es auch nur mit ein paar Jahren Verspätung, auch das Angebot. Die Nachfrage bestimmt auch hier das Angebot. Ohne dass der jetzt allzu sehr reinschlittern will in diese Marktmetapher. Aber es passt einfach gut. Du hast vorhin als einen ganz wichtigen Punkt, wo sich sozusagen Politik und Verwaltung gemeinsam öffnen müssen, das Thema Open Data aufgemacht. Das ist ja der eine Punkt an Open Data, ist ja die freiwillige Bereitstellung von Daten. Auch die kann erzwungen werden und wird durch Druck der Gesellschaft gerade immer mehr erzwungen, klar. Das andere ist ja aber, also provoziere jetzt ein bisschen, ich habe immer so das Gefühl, wenn wir über Open Data reden, dann reden wir über so eine kleine Clique Hacker, die sich lustige Apps ausdenkt. Das ist aber also vielleicht notwendig, aber nicht hinreichend, oder? Also vielleicht magst du ganz kurz dieses Open Data nochmal etwas, deine Idee von Open Data skizzieren. Genau, ja. Also ich habe den Eindruck auch, den du hast. Oder ich weiß nicht, ob du ihn hast, aber du hast ihn wiedergegeben als einen Eindruck, den man haben könnte. Ja. Ja? Und es ist auch mein Eindruck. Dieses ganze Thema Open Government kommt ja aus den USA, aus den 50er Jahren. Das ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und hat begonnen mit der Gleichsetzung von Open Government ist gleich Transparenz. Damals wollten die Journalisten in den USA mehr Auskunftsrechte haben gegenüber der Regierung. Das heißt, damals war Offenheit, Open, war einfach nur Auskunftspflicht der Regierung. Das heißt, Open Data als so ein neuerer Begriff für Transparenz ist ein Thema, was uns eigentlich seit den 60er Jahren schon beschäftigt. Aber wir müssen halt weitergehen. Ja? Transparenz und Open Data, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, ja, in der Debatte. Das ist die Grundlage. Ohne das läuft nichts. Aber darauf müssen wir aufbauen. Mit Partizipation, mit Kollaboration und mit weiteren Konzepten. Also wir müssen jetzt auch weitergehen. Wir haben in Deutschland die letzten 2, 3, 4 Jahre sehr viel über Open Data gesprochen. Es gibt da sehr wortgewaltige Akteure auch, ja, aus Lobbynetzwerken. Und das ist super wichtig gewesen, aber jetzt müssen wir auch einen Schritt weitergehen. Wohin? Also wo sollte der Schritt hingehen? In Richtung, in Richtung Partizipation, in Richtung Öffnung auch der Verwaltung. Also alle reden immer gern über Politik, aber ganz wichtig ist halt die Verwaltung. Ja? Das ist zwar nicht sexy, über Verwaltung zu sprechen, aber in der Verwaltung lässt sich am meisten machen und auch am meisten verhindern. Du hast wunderbar zu meiner nächsten Frage hingeleitet, dass wir sozusagen, klar brauchen wir die mitmachwilligen Bürgerinnen, die, wie du vorhin gesagt hast, Druck ausüben. Wir brauchen lernwillige Politikerinnen, die versuchen, auf diesen Druck zu reagieren und umzusetzen. Aber letztlich brauchen wir eben auch den Neuerungswillen in Verwaltungen. Ja, ja.
Da sehe ich jetzt aber, weil du so schön in Strukturen geredet hast und das weniger auf die Individuen runterziehst, die haben strukturell einfach die größte Macht in diesem Dreieck. Genau. Das heißt, bei denen ist es, die müssten am meisten abgeben, wenn wir dieses Open-Paradigma durchsetzen wollen. Ja. Das Macht abgeben findet niemand toll. Da, wie kann man da, was für Anreize kann man da schaffen oder was für Zwänge müsste man da schaffen, genau, damit das funktioniert? Ich glaube, Jörg, es sind vor allen Dingen die Zwänge. Ja? Okay. Also, ist jemand von Verwaltung hier? Ist jemand? Dann können wir vom Leder ziehen. Genau. Also in der dominante Steuerungsmodus, über die das ganze System Verwaltung funktioniert, ist das Recht. Ja? Es geht um Dienstanweisungen. In der Regel. Das heißt, in der Verwaltung wird super krass hierarchisch gesteuert, von oben nach unten durch. Und das bedeutet, dass erstmal relativ wenig Transparenz und wenig Offenheit einfach da ist, schon allein systemisch. Also ihr werdet auch kaum eine andere Organisation euch vorstellen können, die so geschlossen ist wie eine Verwaltung. Das heißt, wenn man die Verwaltung geknackt hat, dann kann man alles knacken. Die Verwaltung ist der härteste Problemfall. Und ich denke, dass man hier nicht so sehr über positive Anreize kommen muss, sondern über negative Anreize. Das ist das Einzige, was irgendwie die Zivilgesellschaft stärken kann gegenüber der Politik. Und also ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde oder so, ja? Sondern ich sage nur, dass ich glaube, wenn ich auf die Verwaltung als System schaue, dass die im Wesentlichen nur auf Druck und Krisen und Ängste reagiert. Zum Beispiel die Verwaltung hat ganz starke Angst vor Leuten wie euch. Die haben Angst vor Shitstorms. Ja? Die haben Angst, also das kann man gar nicht anders als Angst bezeichnen, dass irgendwie über Twitter eine Welle losgetreten wird, wo dann einzelne Verwaltungsmitarbeiter auch per Namen irgendwie genannt sind. Das ist eh die größte Angst, dass man sich nicht mehr hinter dem System verstecken kann. Ja. Lauter? So. Das, wenn du so nach vorne reinschaust. Wenn ich nach vorne, super, okay. Danke. Da hätte ich auch schon früher drauf kommen können. Also ich glaube, man muss mit negativen Anreizen, das ist für die Zivilgesellschaft der einzige Weg, da ranzukommen an dieses... Man muss mit den Ängsten spielen, die eh da schon drin sind in der Verwaltung. Jetzt versuche ich mich mal an diese sozusagen Pro-Verwaltung zu sprechen. Die Strukturen, die haben sich über Jahrhunderte etabliert und das ist natürlich auch eine Frage, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich Hierarchien aufweiche und Dinge transparent mache, ist wieder noch sozusagen Verantwortungsketten und Handlungswege noch funktionieren können, wenn wir so ein anarchisches Moment da reinbringen. Gibt es da Ideen sozusagen, wie man, also weil auf so eine Art und Weise ist ja Verwaltung und sei es in der Verhinderung von Dingen super effektiv. Wenn wir, und das liegt an der hierarchischen Struktur, wenn wir die jetzt aber aufbrechen, dann haben wir da, könnte das einfach sein, dass Dinge chaotischer laufen, langsamer laufen, genau, könnte auch schief gehen. Genau, aber nur über Chaos kommt es zur Innovation. Kommt ihr vor, wir müssen euch die Mikros geben. Ja. Aber vielleicht sagst du ganz kurz noch was. Genau. Vielleicht nochmal, also das Stichwort Chaos und Chaos im System, in der Verwaltung, ist genau das richtige Stichwort. Innovation entsteht nur über Irritation und Chaos. Ja? Also wir kommen gar nicht zu neuen Dingen, wenn nicht alte Dinge irgendwie scheitern oder irgendwie fragwürdig werden. Ich antworte jetzt einfach mal direkt auf diese Aussage, dass die Verwaltung im Verhindern von Dingen unglaublich effektiv ist. Ich glaube, dass Verwaltung als allgemein ziemlich effektiv sein kann. Ich glaube, dass er das in Deutschland aber nicht unbedingt immer ist. Und ein Grundsatz, den ich denke, der da regelmäßig verletzt wird, ist der von Kongruenz von Macht und Verantwortung. Wir haben das recht deutlich in der deutschen Verwaltung, dass der Vorgesetzte nicht mehr verantwortlich ist dafür, dass der Mitarbeiter seine Arbeit leistet. Und wenn was nicht funktioniert, dann sagt er, das hat der halt nicht gemacht. Und dann wird der Nächsthöhere dafür nicht verantwortlich gemacht. Und ich denke deswegen, dass wir durchaus auch in der deutschen Verwaltung ansetzen können und die Effizienz nicht nur im Verhindern, sondern auch im Hinkriegen erhöhen können, indem wir sie wieder auf, sagen wir mal, ordentliche Grundsätze der Bürokratie zurückführen. Und ich glaube, vielleicht ist das, wo du mal kommentieren kannst, du siehst, dass das Aussicht auf Erfolg hat. Das, was du jetzt gesagt hattest, von wegen, wir müssen mal die Hierarchien aufweichen und aufbrechen und reinkommen. Ich finde eigentlich, der Transparenz- und Open-Data- und Open-Government-Gedanke ist eigentlich gar nicht der, dass wir irgendwie zwingend was verändern wollen, obwohl das natürlich schon, die Effizienz müssen wir natürlich schon irgendwie bringen, sondern ich empfinde es eigentlich eher so, dass wir quasi so eine Art Ameisenhaufen haben, so einen Bienenstock, der ist von außen geschlossen und nicht einsehbar. Kein Mensch weiß, was dahinter wirklich passiert und wir müssen jetzt einfach durch diese Open-Data-Geschichten die Tür aufmachen und sagen, guckt mal,
da geht der zu dem, der Bote bringt ihm das, dann Passierschein 32a und am Ende hast du dann das Ergebnis. Und der negative Anreiz, das ist von dir völlig richtig, es hilft nichts, wenn du dem Mitarbeiter sagst, sei mal lieb zu den Bürgern. Ja, das macht der nicht, da hat er keinen Bock drauf und da gibt es keine Anweisung zu. Also zumindest nicht jeder Mitarbeiter. Deswegen, und da habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieses Stichwort von dir kommt, man schlage sie mit ihren eigenen Mitteln, also schlagen wirklich bildlich. Wir machen zum Beispiel sowas wie das Hamburger Transparenzgesetz und sagen, liebe Verwaltung, wir schreiben euch jetzt vor, wie ihr mit dem Bürger umgehen müsst, was der für Rechte hat, wie ihr das durchsetzen könnt, wie ihr den Klageweg beschreiten könnt. Und dieses Ding ist ja so großartig, weil es halt einfach auch von verschiedenen Gruppen gemacht worden ist und weil es tatsächlich in der kompletten Hamburger Landschaft auch konsensfähig war, nachdem man es nochmal überarbeitet hat. Und das ist quasi nicht wirklich der negative Anreiz, aber es ist ein Druck, es ist ein Zwang für die Verwaltung, so zu agieren, dass sie dem Bürger das liefern, womit er auch wirklich mal intern reingucken kann, ohne den Ablauf der Verwaltung nachhaltig zu stören. Mal abgesehen von den Ressourcen, weil natürlich Mitarbeiter gebraucht werden, die diesem Auskunftsanspruch und so weiter natürlich nachkommen müssen, klar. Würdest du sagen, dass dein Beitrag sehr gut anschließt an den von Mirko? Weil er meinte ja, dass die Bürokratie eigentlich ganz gut funktionieren kann, als, oder? Habe ich das richtig verstanden? Als System, also als Steuerungsmodus. Und der Punkt ist, wenn man ein Gesetz, also die Verwaltung reagiert auf Gesetze und Vorschriften, ja? Mhm. Und sie kann vor allen Dingen, sie hat ja jahrzehntelang geübt, Gesetze und Vorschriften durchzusetzen. Und wenn man genau das tut, nämlich ein Gesetz für Open Data bringt, für Transparenz, dann weiß die Verwaltung, was sie tun muss. Und dann tut sie es. Könnte man sehr gut sagen. Ja. Und dann wird sie es tun, genau. Und das Problem, was ich jetzt halt im Moment sehe, also ich habe durchaus beruflich ein bisschen Einblick halt auch in verschiedene Verwaltungen, Landesebene, Bundesebene. Und ich sehe halt, dass es zum Beispiel auf Bundesebene mehrere Arbeitsgruppen, Taskforces gibt, so zum Thema Bürokratieabbau. Ja, da wächst dann quasi noch ein zweiter Wasserkopf, der sich damit beschäftigt, den ersten Wasserkopf zu analysieren. Das ist großartig. Es bringt überhaupt nichts. Also zumindest nicht. Also die Herangehensweise ist schlicht und ergreifend die falsche, weil sozusagen Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist Quatsch. Da muss man tatsächlich einfach das Ganze auch mal von außen betrachten. Und diese Taskforces sind grundsätzlich Menschen, Beamte, die halt innen drin schon stecken und die dieses System gelernt haben. Und ich selber weiß ja, wie schwierig es ist, über den Tellerrand zu gucken, egal was man tut und in dem, was man arbeitet. Aber ich denke, das muss tatsächlich von außen kommen. Und genau da kann natürlich der Anreiz der Bürger auch mal dahinter stecken und sagen, was weiß ich, ich schließe jetzt irgendwie, ich habe hier ein Formular und da werden 20 Daten abgefragt. Aber warum zum Geier braucht man denn mein Geburtsdatum für irgendwas, was jeder abschließen kann und wo das Geburtsdatum nicht relevant ist? Ja? So eine Verwaltungsvereinfachung, und die muss natürlich irgendwo auch gefordert werden. Und fordern muss sie der davon betroffen ist, und das ist der Bürger. Wolltest du? Okay, dann geben wir das. Aufgrund des letzten Jahrzehnts ist eine Lücke entstanden auch. Man spricht ja auch immer, dass der Mittelstand nicht mehr da ist. Dazu wollte ich einfach was sagen, dass wir als freie Netzarbeiter einfach die Chance haben, die Lücke zu füllen, und auch, dass wir die Leute in der Verwaltung auch brauchen, weil die verstehen auch ihr Handwerk. Also die würde ich nicht direkt angreifen, sondern eher respektieren und versuchen eben, dass man selber eine Art Gruppe bildet, die halt auch was kann, und einfach die Lücke füllen, weil es ist ja praktisch eine Lücke entstanden. Und Papier ist langlebiger als immer noch als die digitale Welt. Die Ämter verstehen immer noch nicht richtig das Netz. Also ich musste letztens auch Papiere vorzeigen, hatte alle Auszüge auf dem Handy, ne, da musste ich es ausdrucken gehen, und der Beamte hat irgendwie eine Minute drüber geschaut und es war egal. Das ist ja dieser klassische Schwachsinn, das regt einen auf, aber es war schon immer schwierig mit der Verwaltung. Ne? Aber ich finde, Deutschland kann auf jeden Fall stolz darauf sein, dass wir so ein gutes System haben. Ne? Der Rest ist ja weggebrochen. Von daher, also ich gebe auf jeden Fall weiterhin Gas im Internet. Super. Sehr schön. Eigeninitiative. Ich wollte, Mirko, ich habe nicht gesagt, dass Sie vor allem verhindern können in Ihrer Effizienz, sondern auch. Und ich glaube schon, also ich glaube, selbst wenn man zum Beispiel in den USA wirklich mal mit einer Staatsbehörde zu tun hat, die in ihrem sogenannten kleinen oder flachen Staat, die sind noch 100-mal bürokratischer, und es gibt im Vergleich dazu funktionieren viele Dinge auch wunderbar. Und wo zum Beispiel natürlich dann der systemische Ansatz an Grenzen kommt, ist, wenn man das Glück hat, mal eine Verwaltung auf Einzelpersonen zu treffen, die
neu und offen denken. Und so sind ja auch ganz viele Open Data Initiativen entstanden, weil letztlich Einzelne in dieser hierarchischen Struktur das dann doch selber aufbrechen wollten. Ich glaube, das sollte man der Fairness halber schon sagen. Sicher, ich würde das auch gerne nochmal qualifizieren. Also worauf ich eigentlich reagieren wollte, versteht man mich? Ja. Ist die Aussage, wir müssen Bürokratie aufbrechen. Bürokratie ist ja immer dann sinnvoll, wenn man eigentlich immer wieder die gleiche Arbeit auf die gleiche Art tun muss. Und gerade in der Verwaltung ist es wichtig. Also wir wollen, dass alle Bürger näher ran. Okay, wir wollen, dass alle Bürger gleich behandelt werden. Also ist vielleicht aufbrechende Demokratie auch gar nicht immer der richtige Weg. Wir müssen uns fragen, warum die Bürokratie nicht gut funktioniert. Und das sind oft gar nicht Gesetze, sondern die Umsetzung und die Verantwortlichkeit für die Ergebnisse. Und genau da setzt Transparenz in Open Data nämlich an. Deswegen haben sie ja Angst davor. Weil die Angst ist nicht, dass man das nicht schaffen kann. Die Angst ist, dass der Einzelne, der seine Arbeit nicht macht, verantwortlich gemacht wird dafür. Und ich denke, deswegen ist dieses, was ich angesprochen habe, ist mir ein relativ wichtiger Punkt, dass nämlich quasi Verantwortung nicht teilbar ist. Dass man, wenn man einen Verantwortungsbereich hat, für die gesamten Ergebnisse des Bereichs verantwortlich ist, das ist nämlich auch eine Rückendeckung für den einzelnen Sachbearbeiter, der vielleicht mit einer einzelnen Entscheidung überlastet ist und seinen Chef aber nicht fragen kann, weil der heute im Amt nämlich sagt, das interessiert mich doch gar nicht. Also kurze Zusammenfassung, Bürokratie aufbrechen ist nicht unbedingt der richtige Weg. Wir müssen machen, dass sie besser funktioniert und da ist gerade Transparenz wichtig, aber wir müssen auch Strukturen innerhalb der Verwaltung anfassen, gerade wo es um Verantwortung geht. Also ich sehe das ein bisschen anders. Jetzt wird es spannend. Genau, und zwar, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, und das meine ich nicht werten, sondern erstmal ganz deskriptiv. Ja? Es ist ganz wichtig zu sehen, dass Bürokratie als ein Modell Dinge zu tun. Ja? Also oben kommt ein Input, nämlich aus der Politik als Gesetz, und dann sind die ganzen 4,5 Millionen Beamten und Staatsbediensteten in Deutschland nur dafür da, das umzusetzen, was die Abgeordneten vorne als Input reingeben. Dieses ganze System ist in sich geschlossen. Das ist das Gegenteil von offen. Bürokratie ist das Gegenteil von offen. Und das meine ich jetzt nicht wertend, ja, sondern das muss man sich einfach klar machen. Da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Wer Offenheit will, muss Bürokratie irgendwie doch aufbrechen. Jetzt nicht völlig, weil dann wird sie dysfunktional, ja, sondern sie muss natürlich strategisch gut aufgebrochen werden und da muss man drüber nachdenken. Das ist nicht trivial. Da haben wir auch noch keine, also ich kenne da nicht viele Leute, die da irgendwie glauben, Patentrezepte zu haben. Aber ich wollte nur noch mal sagen, diesen Zusammenhang zwischen Offenheit und Bürokratie, das ist schon so ein Antagonismus auch. Ja? Hallo. Genau, ich wollte noch einen Punkt nennen, den ich weiß nicht, der war indirekt vielleicht schon angesprochen worden, aber noch nicht direkt. Und zwar ging es jetzt darum, Druck auf Politik und Verwaltung auszuüben, um sie zum bestimmten Handeln zu bewegen. Jetzt im Bildungsbereich, in dem ich mich befinde, hat man ja auch hier aber auf der Konferenz sehen können, gibt es ja viele Alternativangebote, die einfach gemacht werden. Das Gleiche gilt zum Teil ja auch für Governance. Ja, das, also ich meine, ganz viel dessen, was wir hier tun, ist auch eine Form des Governance. Also da wollte ich auch nochmal uns dazu aufrufen, dass wir quasi viele Verwaltungsaufgaben, wenn auch nicht die Kompetenzen, aber vieles, was Verwaltung macht, auch in gewisser Form selber übernehmen können. Beziehungsweise wollte ich euch fragen, wie ihr dazu steht. So. Kannst du deine Frage vielleicht nochmal, also ich habe jetzt keine Frage also auf dich antworten. Ich hab so, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es die Frage sozusagen, ob man dieses einfach selber in die Hand nehmen. Der Staat leistet es nicht, die Politik leistet es nicht, machen wir es selber. Also ich sozusagen, der für eine MdB arbeitet und für eine linke MdB arbeitet, ich bin einerseits, ist die Selbstermächtigung, das Empowerment ein klassisches linkes Thema und wunderbar. Andererseits ist sozusagen, den Staaten damit das Gemeinwesen aus der Verantwortung rauszunehmen und alles sozusagen machen wir es halt selber, das kann auch ein massiv, sag ich mal, unsoziales Potenzial haben. Also ich glaube, man muss Dinge angreifen, man muss Dinge selber machen, aber ich glaube, es ist dann schon auch, gibt es immer wieder Punkte, wo man die in so eine gesamtgesellschaftliche Abwägung und Verantwortung stecken muss und dann nicht irgendwie sozusagen wie der Panzer durch den Wald rollen. Ja, eigentlich schließt ein bisschen meine Frage an die vorherige an. Also wenn man eben so Selbstverwaltung, in Anführungsstrichen, also wenn man sozusagen so einen Vorhof zur Hölle baut,
und da so eben so Selbstverwaltungs-Cerberusse installiert, die sozusagen aber auch wiederum die Kommunikation gewährleisten, irgendwie zwischen eben dem Verwaltungsmenschen und, sag ich mal, den Interessenten. In welcher Form kann dann zum Beispiel Open Data oder wie kann man mit Open Data sozusagen solche Prozesse ja, besser organisieren? Also was kann da wirklich irgendwie sozusagen dran abgenommen werden an Selbstverwaltung, ohne dass man sozusagen entbürokratisiert? Aber die Leute in der Verwaltung, es scheitert ja oft einfach an der Überlastung auch, ja, also die eben unnütz ist. Und die sind ja auch, also zumindest im Bezirksamt Pankow sind das keine bösen Menschen. Also ich wundere mich, ich habe irgendwie einen Wahnsinnsrespekt davor, irgendwie, wie die ihren Job da machen und dass sie ihn machen und wie kulant sie dann letztendlich sind, wenn man den letzten Pipapo-Pips doch wieder nicht irgendwie griffbereit hat. Also es geht ja, ich würde in anderen Worten vielleicht mal sagen, wir reden hier über Koproduktion öffentlicher Güter. Ja? Das heißt, die Zivilgesellschaft beteiligt sich auf einmal daran oder macht Angebote, klassische öffentliche Güter, zum Beispiel Bildung, ja, mit bereitzustellen. Und ich will darauf eine kurze Antwort geben, aber in Form eines Literaturhinweises. Ja? Und zwar haben wir nämlich an der Zeppelin-Universität vor 4 Wochen oder so ein Gutachten genau dazu rausgegeben, wie kann sich die Zivilgesellschaft selbst organisieren mit Hilfe von IT und mit Hilfe konkreter Konzepte. Das Gutachten heißt Open Government Collaboration, offene Form der Zusammenarbeit beim Regieren und Verwalten. Ist komplex, aber ich will nur sagen, da hat der Professor von Lucke, der hat da 10 konkrete Ansätze definiert, die es auch schon gibt. Also das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Da, so viel könnte ich jetzt gar nicht reden, ja, um das. Also ich kurze sozusagen Werbehinweis, ich denke, dass wir so 2, 3 Links in der Nachbereitung liefern, wenn wir heute schon keine Präsentation haben, dass wir schauen, dass wir das dann in der Dokumentation dann noch dabei haben. Ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Frage der Selbstverwaltung eingehen. Also beispielhaft wäre das also für mich persönlich jetzt ein spannendes Ding, eben gerade im Bildungsbereich, dass man weg von starren Lehrplänen, starren Schulbüchern kommt und dass gemeinsam Pädagogen, Eltern, Schüler sozusagen nach den Bedürfnissen entwickelt. Das super Selbstverwaltung, genauso das Thema Bürgerhaushalte, dass man den Spielplatz, den Park, was auch immer, irgendwie da selber entscheidet, wie der entsteht und solche Dinge. Aber ich glaube eben schon, und das ist, glaube ich, da knüpfe ich ein bisschen an Mirko an, wir brauchen eine Bürokratie, die das letztlich sozusagen wieder ausgleichend steuert. Nicht bestimmt, aber steuert. Das würde ich jetzt mal so ins Unreine gesprochen, diese Ambivalenz zwischen selber machen und irgendwie den Laden zusammenhalten. Ich habe immer echt ein Problem mit Selbstverantwortung, weil Selbstverantwortung oft so interpretiert wird, dass es keine Verantwortung für das Ergebnis mehr gibt. Was ich mir denke, wo wir aufpassen müssen, ist, wir wollen auch Mitarbeitern im öffentlichen Dienst die Möglichkeit geben, kreativ zu arbeiten, um ihre Ergebnisse besser zu verwirklichen. Wir wollen ihnen aber nicht überlassen, was für Ergebnisse sie abliefern. Ich glaube, das ist eine Grundforderung, die jeder Bürger an den Staat hat. Ich möchte, dass jedes Kind die gleiche Bildung in der Schule erfahren kann, unabhängig davon, ob es in der ersten oder der zweiten oder in der A- oder B-Klasse ist. Der eine Lehrer macht das und der andere Lehrer macht das. Das ist eine Sorge, die Eltern haben zum Beispiel. Das ist auch eine Sorge, die ich als Bürger habe, wenn ich ins Amt gehe und der vor mir wird besser behandelt als ich. Insofern müssen wir bei Selbstverantwortlichkeit und Selbstverwaltung oder mehr Flexibilität immer darauf achten, dass wir eine Situation schaffen, in der zwar kreativ aufs Ziel hingewirkt werden kann, das Ziel aber klar definiert ist. Und gerade im Bildungsbereich sehe ich das häufig durchaus durchbrochen, also wo der Direktor der Schule keinen Einfluss mehr darauf hat, was der Lehrer in der einzelnen Klasse für einen Unterricht macht. Und im Amt sieht man das auch. Wenn ein Sachbearbeiter mich nicht mag, bekomme ich ein schlechteres Ergebnis oder wird schlechter behandelt als der andere an der nächsten Tür. Und es gibt keinen darüber, der das klärt. Also ich denke, Selbstverantwortung ja, selbst für mehr Flexibilität ja, aber bitte bei Bürokratie immer beachten, das Ergebnis muss definiert sein und nachvollziehbar und nachprüfbar, weil das ist auch der Schutz des Bürgers vor dem Staat und die Verhinderung von Willkür. Und das können wir nur, wenn wir wissen, was der Sachbearbeiter hätte leisten müssen und wie. Absolut, also da wollte ich eher ergänzend.
Ja, also ich wollte euch auch beiden mehr oder weniger recht geben. Nochmal wobei ich da doch nochmal das kontroverse Thema Schulpflicht mit einbringen will. Also man kann das aber alles unter einen Hut bringen. Also worauf ich hinaus will, ist sozusagen eine Abschaffung der Schulpflicht bei gleichzeitiger Stärkung des Rechts auf bestimmte Bildungsstandards, die dann auch klar nachvollziehbar und auch messbar definiert sind und wo es dann auch ein transparentes Organ gibt, was sozusagen das verfolgt, ob diese Bildungsstandards in bestimmten Entwicklungsstufen eingehalten werden, würde gleichzeitig meiner Meinung nach die Abschaffung der Schulpflicht einen Druck erhöhen auf eben die Schulen, die bisher einfach davon profitieren können, dass einfach jeder zur Schule gehen muss, obwohl es meiner Meinung nach sehr, sehr viele alternative, bessere Möglichkeiten gibt, sich zu bilden. Und das wäre aber so eine Kombination, wo meiner Meinung nach alle Punkte, die zumindest du gesagt hast und dir gesagt hast, auch mit erfüllt werden könnten. Und wie könnte vielleicht, kurze Nachfrage bei deinem Beispiel, wie könnte so ein Prozess so zwei-, dreistufig denn aussehen zum Beispiel, wo man sagt, also wir führen jetzt hier Offenheit ein, ja, im Schulwesen, aber was muss zum Beispiel zuerst geschehen? Müssen zuerst die wütenden Eltern Demos machen oder? Also womit beginnt so ein Prozess? Ja, okay, das ist, okay, also ich bin natürlich bei dem Punkt, wo sozusagen schon die Gesetzgebung die Schulpflicht abgeschafft hat. Aber die reagieren ja nur auf Druck. Ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich massiver Druck. Und die Eltern sind in diesem Fall, ich glaube, es ist eher eine Minderheit, die sagt, ja, okay, wir wollen das anders organisieren. So, das ist natürlich recht. Ja. Aber die muss man mobilisieren, die Mehrheit. Aber ja, du hast da eine Idee. Also ich finde das eigentlich sehr spannend, was du sagst und in welche Richtung du gehst. Denn das, was er jetzt eigentlich gemacht hat, ist, er hat versucht zu zeigen, wie nicht nur die Zivilgesellschaft einfach Offenheit durchsetzt oder erzwingt, sondern wie sie interagiert mit dem Staat, der natürlich seine ganz eigenen Mechanismen hat, wie zum Beispiel die Gesetzgebung. Ja? Das heißt, zuerst kommt vielleicht die Zivilgesellschaft, dann im nächsten Zug bei einem bestimmten Thema kommt wieder das Parlament dran, dann kommt die Verwaltung ran, dann kommt wieder die Zivilgesellschaft. Das sind Prozesse, offene Prozesse, ja, die nicht standardisiert sind, über die wir nachdenken müssen, und zwar für jedes Politikfeld einzeln, denke ich. Ja, ja, sehe ich genauso. Du hast jetzt, also mit deinem Beispiel, das ist ja ein konkreter Antrag der Berliner Piraten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob sozusagen das gute Ziel, mehr Ansprüche auf bestimmte Dinge zu haben, sinnvollerweise mit dem Abschaffen der Schulpflicht kombiniert werden muss, weil da kommt wieder das, was Mirko gesagt hat, aber wir reden jetzt nicht im engeren Sinne über Schulpflicht, sondern um solche Prozesse, und als Diskussionsprozess ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein wunderbares Beispiel. Okay, ich glaube, wir können an den zweiten Fragenkomplex anknüpfen, wenn wir noch, wir haben noch eine Viertelstunde, das ist schön, der sich, glaube ich, hieraus ganz gut ergibt. Eben auch aus diesem Wechselspiel zwischen mehr Selbstverwaltung, mehr Self-Empowerment und gleichzeitig aber so ein gewisses Prinzip der Gleichbehandlung, das Mirko zu Recht stark gemacht hat. Das Problem an dieser alten, starren Form von Demokratie ist, dass, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, ich gebe in der Wahlkabine meine Stimme ab und damit habe ich für 4 Jahre nichts mehr zu sagen. Aber alle haben die gleiche Chance, die Stimme abzugeben. Wenn ich Dinge öffne und Bürger befrage, Liquid Democracy einführe, was auch immer, dann haben wir ein Problem, das, glaube ich, gerade recht deutlich in einigen offenen Projekten wird, dass ich am Ende das, diejenigen durchsetzen, die viel Zeit haben, die besonders laut sind und irgendwie besonders interessiert sind. Also im Zweifel sind es meistens männliche Langzeitstudenten zwischen 25 und 40. Das war frech, ich weiß. Das war schön, danke. Ich wollte dieses Kopfschütteln provozieren. Aber das Problem ist durchaus einfach da. Es gibt, also in dem Moment, wo ich öffne, und das komme ich in Gefahr, dieses Gleichheitsprinzip in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob es da schon Lösungsansätze gibt. Für mich ist es ein offenes Dilemma. Wie siehst du das? Ja, es ist auf jeden Fall ein offenes Dilemma, weil solche Ansätze wie Liquid Democracy sind halt aus, ich sage jetzt mal wieder, wissenstheoretischer Sicht, ja, also der Input an Steuerungsinfos und an Wissen ist ja natürlich traumhaft. Ja. Aber du hast völlig recht, das führt zu Legitimationsproblemen.
Und ich sehe da ehrlich gesagt noch keinen, ich sehe, das, also da kommen wir in Demokratietheorie rein. Ja. Ja? Das ist eine ganz schwierige Kiste. Ja? Also ich weiß nicht, ob jemand da hier von euch irgendwie schon eine Meinung zu hat. Also ich sehe da noch keinen. Zur Meinung, ob nicht offene Innovation dazu führt, dass einige, die besonders interessiert sind und viel Zeit haben, das, was Jörg gerade gesagt hat, sich mehr beteiligen und dadurch überrepräsentiert sind im Ergebnis, im Politikergebnis. Und da gibt es auch schon eine Meinung. Also die Frage, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, wie kriege ich Minderheitenrechte und vor allem Leute, die eben, denen es an Medienbildung, an Zugang und so weiter fehlt, wie kriege ich die in so ein offenes System mit rein oder repräsentiert in so einem System? Ja, ganz genau. Du hast mich exakt mit dem Langzeitstudenten auf genau dem richtigen Fuß erwischt, wo das Stichwort Liquid Democracy schon gefallen ist. Der Punkt bei Liquid Democracy und wenn man zum Beispiel jetzt das Tool Liquid Feedback anguckt, ist doch der folgende. Ja, natürlich, du brauchst eine Medienkompetenz. Du musst natürlich wissen, wie ein Computer funktioniert. Du musst dieses Programm installieren und du musst damit umgehen können. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz kackdreist, unter 40 schafft das jeder und über 40 die meisten, die ich kenne, mit einer gewissen Schulung. Ach, du bist über 40, echt? Okay. würde das wahrscheinlich auch irgendwie jeder schaffen. So, und nun komme ich mal einfach wirklich, ich nehme jetzt mal mich als Paradebeispiel. Ich bin berufstätig, ich habe ein kleines Kind, ich bin alleinerziehend. Ich kann es mir nicht leisten, abends um 18.30 Uhr zu einer Fraktionssitzung von irgendeiner BVV zu gehen. Ich kann also in irgendeinem Rathaus oder zu einer BVV-Versammlung an sich oder ins Parlament, ins Plenum oder zu einer Bundestagsdebatte. Es geht einfach rein zeitlich nicht, weil ich nicht zeitgleich an zwei Orten sein kann. So. In dem Moment, wo ich jetzt aber Liquid Feedback habe, Liquid Democracy, wo Fraktionsveranstaltungen oder eben auch das Parlament zum Beispiel bei uns in Berlin gestreamt werden, wo kann ich doch ganz entspannt zu Hause sitzen, drei Dinge im Haushalt machen, mit meinem Kind irgendwas tun oder wenn ich das gar nicht zeitgleich schaffe, es mir hinterher angucken. Und bei Liquid Feedback kann ich doch dann irgendwann, wenn ich mal abends Zeit habe und das Kind schläft oder ich habe halt gerade nichts anderes zu tun, sagen, okay, jetzt klicke ich mich mal da durch. Liquid Friesland ist jetzt ja gerade angelaufen. Das hat innerhalb von einer Woche 300 Anmeldungen und das in so einem ländlichen Bereich. Aber das ist ja genau der Punkt. Also es verschafft dir quasi die Möglichkeit, in deinem Wohnzimmer an Politik teilzunehmen. Und das Argument von wegen, dass ja nur die besonders Interessierten mitmachen, ja, das ist irgendwie nur ein Scheinargument, weil ich meine, logischerweise machen die besonders Interessierten mit. Das ist bei Politik so, das ist bei Sport so. Genau, ja. Menschen, die Kinder wollen, kriegen Kinder. Menschen, die Formel 1 gucken wollen, gucken Formel 1. Also das kann man, man kann es jemandem nicht vorwerfen, politisch interessiert zu sein. Und genau, und vor allen Dingen der Witz ist ja, dass auch in der repräsentativen Demokratie streng genommen, wenn man genau hinschaut, es auch so läuft. Ja, es wird zwar eine Stimme abgegeben, alle 4 oder 5 Jahre, aber das ist nur der Beginn der Politik. Ja. Und danach, da habe ich ja vorhin schon gesagt, die Politik reagiert nur auf Themen, die im Raum stehen. Zum Beispiel die von der Zivilgesellschaft irgendwie in den Raum geschmissen werden, die von den Medien hochgepusht werden, ja, die auf die Agenda gesetzt werden. Politik beginnt immer mit dem Agenda-Setting. Und das ist in der repräsentativen Demokratie, wo wir überhaupt keine Computer hätten oder haben, ist das genau das Gleiche. Da werden auch Themen gesetzt, aber anders. Da gehen vielleicht zum Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis auch nur die hin, die Themen setzen wollen, die ihm da ein Floh ins Ohr setzen wollen, ja. Und ich glaube, dass wir das Problem immer haben bei Demokratie, dass sich einige nicht einbringen. Aber ich sehe den Punkt, dass es durchaus irgendwie, dass man darüber nachdenken könnte, spezielle Minderheiten zu identifizieren, die wir speziell darin unterstützen, sich in der digitalen Demokratie einzubringen. Also da bin ich sehr dafür, dass wir darüber nachdenken. Vielleicht auch als Antwort auf das und auf das, also um das zu abstrahieren, was sie gesagt hat, im Wesentlichen sind die Transaktionskosten zu hoch, sich einzubringen. Und die, die es sich leisten können, die tun es. Und die, die es sich nicht leisten können, die tun es nicht. Das ist nicht immer eine Frage von Interesse. Das ist eine Frage von, ich vergleiche den Aufwand, den ich leisten muss, mit dem Aufwand, den ich dafür, also mit dem Ergebnis, das ich damit erzielen kann. Und der Aufwand ist halt unterschiedlich für jemanden, der alleinstehend, ledig, jung, politisch interessiert ist, zu einer alleinstehenden Mutter, die von der Arbeit nach Hause kommt und danach noch sich vielleicht politisch betätigen will. Das heißt, ich denke schon, dass wir solche Entwicklungen wie Liquid Feedback betrachten können als das Enabling von politischer Teilhabe. Und dann bekommt das einen ganz anderen Touch. Dann ist es nämlich was, wo der Staat eigentlich zu verpflichtet ist und nicht was, was der Staat tun könnte. Ich würde aber gerne noch einen Punkt nochmal in den Raum werfen. Und das ist, wir reden immer über Rechte, die der Bürger hat, die er mehr wahrnehmen kann. Und wir möchten deswegen
mehr Offenheit haben. Der Bürger und der Staat haben aber auch Pflichten. Und immer wenn wir eine Offenheit schaffen, schaffen wir auch eine Möglichkeit zum Missbrauch. Und ich würde gerne mal hören von unseren allen Beteiligten, die gerne Offenheit haben, und ich habe die gerne auch. Wie stellen wir sicher, dass in einem freien Bildungssystem das Kind seine Schulpflicht empfängt und ausgeführt bekommt, auch wenn die Eltern das nicht wollen? Wie stellen wir sicher, dass Kinder Sprachen lernen, die sie können müssen? Wie stellen wir sicher, dass Bürger an der Wahl teilnehmen können, auch wenn ihre Ehemänner oder ihre Frauen sie nicht gehen lassen wollen und solche Sachen? Und das ist nämlich das Punkt, daran testen wir dann, ob das System, was wir uns ausdenken, tatsächlich funktionieren kann. Und das sind die harten Fragen, glaube ich, an der ganzen Geschichte. Also in die Richtung war das auch gemeint, weil ich kann auch, also grundsätzlich bin ich viel bei dir, aber wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich nach irgendwie einem vollen Arbeitstag zu Hause noch ein bisschen Haushalt mache, mit meinem Kind spielen will, eventuell auch noch meine, dass ich zum Thema Openness mein Gemüse selber ziehe und so weiter, irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr, abends noch die Debatte im Stream zu schauen oder in der Dokumentation nachzuschauen und bin dann halt auch raus. Während jetzt eben, vereinfacht gesagt, wobei Johann das ja schon eingeschränkt hat, ich eben sozusagen Verantwortung abgebe und dann nach dem Wahlintervall denjenigen aber auch abstrafen kann, wenn er der Verantwortung meiner Meinung nach nicht gerecht wurde. Ist viel zu vereinfacht und viel zu schwach, deshalb denken wir alle über Offenheit nach. Aber wenn ich jetzt eine Liquid-Feedback-Diskussion sehe, wo am Ende ein Ergebnis rauskommen soll, und ich habe gerade dummerweise, weil mein Kind krank war oder weil die Wohnung so dreckig war, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, habe ich eventuell die Deadline verpasst und dann ist was entschieden worden, wo es dann nachher keinen Rückkanal von Verantwortung mehr gibt. Also das heißt nicht, das alles zu lassen, im Gegenteil, aber ich glaube, man muss eben genau über diese neuen Missbrauchsfragen nachdenken. Also wenn wir nochmal zurückkommen zu unserem Thema Open Societal Innovation und diese Ideen der Open Innovation versuchen, in gesellschaftspolitische Prozesse umzudenken, ein Open Innovation Tool ist die sogenannte Lead-User-Methode, dass ich also nur so eine partielle Öffnung mache und mir besondere Leute raussuche, die mir helfen, was Neues zu entwickeln, eine Innovation voranzubringen. Das aber ist nichts anderes, als was heute passiert im Bundestag, in den Landtagen und so weiter, dass ich mir Lobbyisten ranhole. Ganz wertfrei gesprochen, ob das jetzt die NGO ist oder ob das irgendwie der Industrieverband ist. Die haben neben ihrem eigenen politischen Interesse natürlich auch eine Fachkenntnis, die ich brauche. Und dieses Elitenproblem löst sich nicht per se durch Offenheit, sondern auch da muss man drüber nachdenken, wie man das wieder einfangen kann. Und vor allen Dingen, es wird dann auch schnell lächerlich. Ja? Also diese Lead-User-Methode kommt halt aus der Innovationstheorie in der BWL, also in der Wirtschaft. Ja? Da geht es darum, so Workshops aufzusetzen und über Computer und Foren zu unterstützen, wo die wichtigsten oder typisch repräsentativen, besonders interessierten Kundengruppen irgendwie mit reingezogen werden. Ja? In die Entwicklung neuer Produkte zum Beispiel, in der Wirtschaft. Aber wenn wir das versuchen, jetzt auf den Staat zu übertragen, und da sehen wir auch sehr schnell, dass wir nicht alles von der Wirtschaft einfach übertragen können auf den Staat, das ist natürlich eine lächerliche Frage. Wer ist der Lead-User des Staates? Also das geht natürlich gar nicht. Diese Frage kann man nicht stellen. Ja, also schwer umzuformulieren, das geht schon semantisch gar nicht. Ich wollte nochmal jetzt nicht direkt dazu was sagen, sondern zu dem vorherigen Punkt. Teilnahme kostet Ressourcen. So. Ressourcen sind, also sei es Zeit, seien es innere Ressourcen, welche auch immer. Und die sind ungleich verteilt. So, das ist ein Problem. Und das ist aber nicht nur ein Problem jetzt von Liquid Feedback oder von anderen Dingen. Ein anderer Punkt, der so ein bisschen reingekommen ist, mal zum Beispiel, okay, ich komme vom langen Arbeitstag nach Hause, Familie, dies, das und habe halt einfach nicht mehr die Zeit. Dass wir das als ein Problem wahrnehmen, kommt auch daher, dass wir Politik immer noch so ein bisschen als, was es ja auch immer noch ist, als ein geschlossenes System wahrnehmen. Das heißt, also wenn ich vorher auf der Arbeitsstelle war, da kann es ja auch ein Liquid-Feedback-System geben. So. Ja, wenn ich vorher auf der Schule war, da kann es auch ein Liquid-Feedback-System geben. Also ich meine, all diese Bereiche sind auch im maximalen Maße oder sollten sich im maximalen Maße sozusagen dieser Teilhabelogik öffnen sozusagen. Und dann bestimme ich eben nicht nur mit, wie jetzt genau jetzt irgendwie der Heizpilz jetzt, wo der hingestellt werden soll, sondern eben wie mein Arbeitsplatz organisiert wird und so weiter, wie meine Schule organisiert wird. Deswegen wollte ich sagen, dieses Teilhabeproblem, also das Problem der ungleichen Verteilung, das ist wichtig, müssen wir angehen.
Ist jetzt aber für mich nicht direkt ein Liquid Democracy Problem. Und dass wir das aber so aufteilen, liegt daran, dass wir Politik als so ein geschlossenes System wahrnehmen, obwohl wir natürlich teilhaben und Politik ja überall haben, so überall haben müssten. Ja, wie gesagt, ich sehe das Problem sozusagen der Gerechtigkeit eben, klar, das liegt nicht an Liquid Feedback, das haben wir immer. Man sollte nur eben aufpassen, all diese Öffnungsprozesse nicht nur über Teilhabe zu denken, sondern wie Mirko das jetzt mehrfach auch schon gesagt hat, das Thema Verantwortung und Solidarität damit reinzudenken. Und das sind zwei Punkte, die mir in der ganzen Openness-Debatte ein bisschen fehlen, ehrlich gesagt. Ja, ja, klar. Also, das ist, also der Witz ist, viele von uns haben ja den Eindruck, dass wenn wir über Open Government sprechen, dann sind wir sehr schnell bei sehr, sehr vielen Themen. Das heißt, es scheint irgendwie so ein Buzzword zu sein, was sich mit allen möglichen Fragestellungen verknüpfen lässt. Und der Punkt ist einfach, wir reden ja letztlich über die Steuerung der Gesellschaft hier. Und welches Thema könnte allgemeiner sein? Ja? Das bedeutet, man ist da sehr schnell bei sehr konkreten Themen, alles hängt mit allem zusammen. Das ist ja auch vor diesem neuen Film Cloud Atlas irgendwie der Slogan, alles hängt mit allem zusammen und das gilt in vernetzten Welten sowieso. Und deswegen, wenn wir über Open Government sprechen, sprechen wir über Staatsreform. Und das ist so allgemein, dieses Thema, dass wir überall Anknüpfungspunkte finden. Wir müssen das gesamte System neu überdenken. Und es ist total kompliziert, diese Aufgabe. Und wir machen das erst seit 3, 4, 5 Jahren so richtig. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Wir haben ungefähr noch eine Minute. Ich würde gerne dich nochmal zwingen, so ins Konkrete zu gehen, nachdem du wieder beim Systemwissen warst. Einen letzten neuen Punkt. Wenn wir das hier alles öffnen und die Phasen der Einbringung öffnen, die Phasen der Diskussion öffnen, die Phasen des Feedbacks öffnen, wenn wir Entscheidungsprozesse transparent machen, das sind alles Dinge, da reicht eben ein Wahlsonntag alle 4 Jahre nicht mehr, sondern die sind sehr, sehr zeitintensiv. Das heißt also, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Open Innovation ernst nehme, müssten alle Dinge viel, viel langsamer laufen. In der Wirtschaft ist es interessanterweise so, dass es gerade andersrum läuft, in den Projekten, die man unter Open Innovation bringt. Ich sehe das aber in der Politik weiterhin so, dass man Politik eigentlich lustigerweise durch die schnellere und offenere Kommunikation, die wir unter anderem durch Digitalisierung haben, eigentlich verlangsamen müssten. Das ist in einigen Fällen vielleicht gar nicht schlecht. In anderen Fällen wissen wir heute schon, dass Verlangsamung zu echten Problemen führt. Also Stuttgart 21 ist ein 20 Jahre altes Projekt. Der Berliner Flughafen ist ungefähr so alt in seiner Planung und am Ende weiß keiner mehr für was, warum und wieso und es klappt irgendwie nicht. An anderen Stellen ist Verlangsamung vielleicht gut, aber wie siehst du, das wird so eine Öffnung von Innovationsprozessen in der Gesellschaftspolitik zu langsamerer Politik führen und was könnte das Gutes und was könnte das Schlechtes haben? Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel in Parlamenten, die dauern auch super lange. Ja. Insofern, da nimmt man sich auch sehr viel Zeit, um Probleme zu lösen oder auch nicht zu lösen. Und ich glaube, dass man, wenn wir noch ein paar Jahre warten und ein bisschen rumexperimentieren, dass wir durchaus dahin kommen, IT-Unterstützung, Software zu haben oder zu entwickeln, mit denen wir diesen ganzen Prozess sowohl intelligenter machen können als auch demokratischer und sogar schneller. Aber prinzipiell würde ich das schon unterschreiben. Offenheit, da kann man keine einfache Antwort auf geben. Offenheit kann bedeuten, Prozesse schneller zu gestalten und besser, oder kann auch bedeuten Verlangsamung. Ja? Und das ist natürlich super paradox eigentlich. Die Welt dreht sich immer schneller, alles wird immer schneller, die Kommunikation ist immer schneller und wir denken darüber nach oder müssen vielleicht darüber nachdenken, Verlangsamung einzuführen ins System. Denn wir reden ja letztlich über systemische Intelligenz, wie kann man die erhöhen? Ja? Und der Punkt ist, das kann man nur, indem man mehr Ruhepausen auch einbaut. Sonst gibt es die Phase der Reflexion nicht. Sonst hast du morgens die Schlagzeile und willst sofort darauf als Regierung reagieren, ohne eben gerade darauf angemessen vorbereitet zu sein. Aber da kann man keine allgemeine Antwort auf geben. Das ist für jeden Einzelfall, das ist ja die neue Unübersichtlichkeit, so hat das Habermas genannt. Ja? Wir können nur noch über Einzelfälle reden heutzutage, ja? Und nicht mehr ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist so, wie du gesagt hast, oder nein, es ist nicht so. Ich finde das ein Schlusswort, oder wolltest du noch, du
wolltest noch was beitragen. Also um uns rum wird langsam das Licht ausgemacht, aber andererseits nach uns kommt nichts, wir können weitermachen. Na dann kommen wir. Okay, nochmal zwei Dinge zu Liquid Feedback und zur Verlangsamung. Zuerst dazu. Im Prinzip reden wir darüber, wie sich Institutionen verändern können. Und darüber müssen wir uns eigentlich darüber Gedanken machen, wie Institutionen intern Entscheidungen treffen und funktionieren. Und da gibt es zwei grundlegende Mechanismen. Das eine ist Organisation, das andere ist Infrastruktur. Und man hat da so einen gewissen Trade-off. Man kann die ersetzen. Man kann also sowas wie, wir sammeln die Meinung aller Mitarbeiter ein, bis wir Konsens haben, ersetzen durch Infrastruktur, nämlich Liquid Feedback. Das Problem ist, dass wir einen demokratischen Prozess für die Wahl der Entscheidungsträger haben. Wir haben aber keinen demokratischen Prozess für die Wahl der Infrastruktur, die wir im Augenblick wählen. Das heißt, dass im Prinzip der Einsatz von Liquid Feedback, wenn wir das jetzt in der Verwaltung einsetzen würden, oder gerade noch im Regierungsbereich, ein Verlust von Entscheidungshoheit für den Bürger ist. Denn wir nehmen einen Teil der Funktionsweise der Institution, separieren den von dem, was der Bürger wählt, und legen damit fest, wie die Institution funktioniert, durch Infrastruktur. Und ich denke, das ist ein Thema, das wir aufnehmen müssen. Denn wenn wir sagen, wir wollen mehr Technologie einsetzen, um mehr Infrastruktur zu haben, um Prozesse einfach besser abzubilden, dann müssen wir einen Einfluss darauf haben, welche Technologie und welche Infrastruktur dort eingesetzt wird. Das war das Erste. Das Zweite war, was habe ich am Anfang gesagt? Come on. Das habe ich vergessen. Das war echt gut. Okay. Dann, also was ich recht schön fand an deinem letzten Statement, war, dass du einerseits für mich nochmal sehr, sehr bereichernd, ich hoffe für die anderen auch, so ein bisschen das Ganze aus einem systemischen Ansatz angeschaut hast und dann aber damit geschlossen hast, dass wir uns Einzelfälle angucken müssen. Das ist ein schönes Paradox und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Lösungsansätze gesehen haben, aber schönerweise auch über andere noch zu lösende Dinge gesprochen haben, das heißt, hier keine Wahrheiten verkauft haben, wunderbar. Ich habe verdammt viel von dir gelernt und bedanke mich, dass du so ein bisschen aus deiner Arbeit geplaudert hast. Ich hoffe, euch ging es ein bisschen auch so und vielen Dank fürs Zuhören. Danke.